Rock'n'Roll ist jetzt auch in der Küche angesagt. Wie schon beim ersten Testessen wird der Lachs angebraten, bevor die Gäste da sind. Der große Unterschied? Beim ersten Testessen hast du den Fisch angebraten und dann im Konvektormat im Ofen zu Ende gegart. Welchen Fehler hast du beim ersten Mal gemacht? Zu lange angebraten und zu lange im Ofen gelassen. Genau. Wir braten den jetzt englisch an, das heißt noch roh von innen. Mhm. Dann haben wir noch genug Zeit, den Fisch schön bei 100 Grad gar ziehen lassen. Machen wir so. Heute Abend geht es für uns um Kopf und Kragen. Ich habe die Nacht sehr schlecht geschlafen. Ich habe sehr oft darüber nachgedacht, wie was zu machen ist. Und ich hoffe, wir kriegen alles gut hin. Vor 6 Tagen wäre keiner der 25 Testesser freiwillig wiedergekommen. Guten Abend. Guten Abend. Wow. Guten Abend. Mensch. Der altbackene Gastraum hatte bei den Gästen für Beklemmungen gesorgt. Ein grauer Anstrich und moderne Möbel verleihen der Amtslinde nun ein stilvolles Ambiente. Vorbei sind die Zeiten von Hirschfiguren, Stofftieren auf dem Tresen und selbstgebastelter Walddekoration. Die neue Amtslinde besticht durch eine reduzierte Tischdekoration, ausgewählte maritime Accessoires und frische Pflanzen. Statt Altenheim-Flair weht in dem Fischrestaurant nun endlich ein frischer Wind. Ja, der schönste Platz. Ja, es ist auf jeden Fall im Vergleich zur letzten Woche eine klare Linie im Ambiente zu erkennen. Für ein Fischrestaurant passt es besser, gerade hier mit den freundlichen kleinen Nachbarn. Die finde ich wirklich ganz besonders toll und es ist viel freundlicher geworden. Ein neuer Wind hier drin, sieht total gut aus alles und edel auch. Beste Voraussetzungen für einen gelungenen Abend. Ilka und ihre Crew sorgen für den passenden Wein zur Vorspeise, einem Krabbencocktail auf Eisbergsalat. Das Anrichten ist Chefsache. Noch vor wenigen Tagen hat Ralf sein Essen lieblos hingeklatscht. Jetzt geht er konzentriert und liebevoll mit seinen Produkten um. Ja, wunderbar. Sieht ja toll aus, ja. Hier haben wir schon einen Krabbencocktail gerade mit Schisokresse. Ja, Pfefferkresse ist das. Ne? Du wolltest ja, glaube ich, auch einen probieren, ne? Vorweg oder so. Dann probier mal einen. Als Restaurantleiterin wird Ilka zukünftig alle neuen Gerichte kosten. Ihr Urteil? Oh, könnte ich knutschen. Na, Feierabend auch noch. Ausgelassene Stimmung in der Küche. Das hat es hier vor einer Woche nicht gegeben. Amtslinde-Chef Ralf war lethargisch. Es herrschte eisiges Schweigen. Nun arbeitet das Team mit Freude und Elan zusammen. Ob der Krabbencocktail à la Amtslinde auch ein Lächeln auf die Gesichter der Gäste zaubern kann? Also der Krabbencocktail war wirklich absolut genial. Es war Obst mit eingearbeitet. Es war unheimlich frisch, das hat man auch sofort geschmeckt. Die Soße ist köstlich, sie ist sehr gut abgewürzt. Ganz großes Kompliment. Der Krabbencocktail, ein Gaumenschmaus, der die verkochte Hochzeitssuppe vergessen macht. Auf in die zweite Runde. Für die Beilage zum Fisch schwitzt der Sternekoch Zucchini, Karotten und Paprika in Öl an. Wie schon beim ersten Testessen kümmert sich Harald um die Weißweinsoße. Ohne Mehlschwitze, versteht sich. Gemüse, Risotto, Fisch, Fleisch wird hier hingestellt. Und dann macht der erste das Gemüse drauf. Dann steht hier der zweite. Risotto, Fisch, Soße. Okay? Hinstellen. Jetzt! Hauptgang kann. Super. Wie läuft's? Super. Komm her. Auf Anweisung von Frank Rosin richten die Köche in einer sogenannten Straße an. Auf diese Art geht es am schnellsten. Zügig, aber ordentlich platzieren die Köche Gemüse, Graupenrisotto und das Wildlachsfilet. Und wie schmeckt's? Das ist mega lecker, der ist scharf. Ja, der Wildlachs ist auf den Punkt gegart. Es ist lecker, das Gemüse hat in der Mitte noch so einen leichten Knack. Also es sah viel appetitlicher aus, weil das Auge ist ja auch mit. Das andere war ja so lieblos hingemacht, ein bisschen Soße, ein bisschen Grünzeug. Es hat nach nichts geschmeckt. Und dieses hat jetzt einfach viel besser geschmeckt. Da war auch Gewürze mit dran, was bei dem anderen meiner Meinung nach nicht war. Und es hat jetzt nicht nach Tiefkühlware geschmeckt. Von wegen, junge Leute mögen nur Fischstäbchen. Das moderne Fischgericht, eine Punktlandung. Und hier kommt das Dessert, Mousse au Chocolat an karamellisierten Pflaumen. Trotz Stress, die Stimmung in der Küche ist gelöst. Super gemacht. Ha? Bin stolz auf dich. Und auf dich auch. Wunderbar. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Nicht zu danken, mein Freund. Nicht zu danken. Ob sich die Köche da nicht zu früh freuen? Schließlich haben die Testesser das letzte Wort. Zusammen mit den Pflaumen ist es das eine richtig leckere Kombination.
total gut. Das Dessert hat mir sehr gut geschmeckt. Also vor allen Dingen die Pflaumen, die waren sehr knackig und frisch. Man hat viele verschiedene Aromen rausgeschmeckt. Es war echt lecker. Für so ein Essen würde ich den Weg aus Bremen hierher auf jeden Fall noch mal machen. Vielversprechende Worte. Aber wird sich der gute Eindruck auch in der Bewertung niederschlagen? Zuvor lässt es sich Küchenchef Ralf nicht nehmen, seine Gäste zu begrüßen. Guten Abend, liebe Gäste. Ich hoffe, Sie hatten heute Abend einen richtig schönen Abend, dass heute mal alles so geklappt hat, wie es eigentlich immer sein sollte. Und ab Dienstag wird es jeden Abend so sein oder jeden Mittag, so wie Sie kommen. Wir würden uns auf jeden Fall, ich und meine Kollegen, uns alle freuen. Bravo! Das Team ist sich sicher, die Testesser haben den Abend genossen. Doch wie es wirklich aussieht, darüber urteilen die Gäste selbst. Jetzt wird's ernst, ihr kennt das Prozedere. Karten ausfüllen. Wie bereits beim ersten Mal bewerten die Gäste die drei Gänge, das Ambiente und den Service. Dabei ist 0 die schlechteste Punktzahl und 10 die beste. Von dem Ergebnis hängt die Zukunft der Amtslinde ab. In der Vergangenheit seid ihr alle gemeinsam mit eurer Arbeit stehen geblieben. Es gab eine Rückentwicklung. Küche, wie alle anderen Dinge auch. Ist einfach so. Ja? Das Wachrütteln galt nicht nur für dich, sondern auch für dein Team. Und heute jetzt das finale Testessen. Und vorweg muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Das erste Testessen war einfach unterdurchschnittlich. 24 von 50 möglichen Punkten. Und beim heutigen finalen Testessen habt ihr von 50 möglichen Punkten 44 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Ralf kann es kaum fassen. Ein sagenhaftes Ergebnis. Das Amtslinde-Team hat sich um stolze 20 Punkte verbessert. Das ist eine fast 100-prozentige Steigerung. Die moderne Fischküche und das edle Ambiente haben die Gäste begeistert und von der neuen Amtslinde überzeugt. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, bin froh, dass du hier warst. Das neue schöne Restaurant hier vorne, die ganze Arbeit, wie wir gekocht haben vor allen Dingen, was mich ja wieder aufgeweckt hat in dem Augenblick. Einfach raus aus dem alten Trott, raus ins neue Leben. So eine Freude und so eine Kribbel, das jetzt mit Gästen zu sehen hier und so. Ich muss das erstmal verdauen. Das ist erstmal richtig so, muss ich erstmal alles sacken lassen. Das ist total genial. Die Amtslinde ist auf dem richtigen Weg. Mit Ilka als Restaurantleiterin will Küchenchef Ralf das Restaurant zu neuem Erfolg führen. Der 40-Jährige ist sich sicher, ohne Frank Rosin hätte er seine Kochleidenschaft nicht wiedergefunden. Danke, danke. Wir können ihn festhalten und sagen, Maka, wir haben das Ding zusammen gut gemacht jetzt am Ende. Am Anfang war es mit mir schwer, aber jetzt zum Schluss richtig Energie wieder da. Die Amtslinde hat eine Chance. Wir werden uns reinknien und wir werden den Leuten zeigen, was wir können.